Heiliger Erzengel Michael, verteidige uns im Kampf gegen die Bosheiten und die Nachstellungen des Teufels. Sei du unser Schutz, Gott gebiete ihn, so bitten wir flehentlich. Du aber, Fürst der himmlischen Herrscher, stütze den Satan und die anderen bösen Geister, die zum Verderben der Seele in der Welt umherschweifen. In der Kraft Gottes hinab in die Höhle. Amen. Maria, Königin der heiligen Engel, bitte für uns. Manchmal spüre ich Angst vor dem, was noch kommt. Oft bin ich auch voller Sorge. Immer wieder stoße ich an Grenzen. Mein Leib ist krank, ich habe Schmerzen und fühle mich schwach. Hilf mir, ich bitte dich und heile mich. Ich kann nichts mehr tun und falle anderen zur Last. Der Mut und die Kraft zum Leben verlassen mich. Ich bitte dich, lege du deinen Arm um mich, dass ich dich spüre und auch meine Angst zu sterben ganz in dich hinein verlieren kann.
Wenn ich so auf mein Leben zurückschaue, überkommt mich ein Gefühl von Trauer. Gewiss, Herr, es gab auch schöne Zeiten, liebevolle Begegnungen, doch von manchem stehe ich wie vor einem Scherbenhaufen. Wir wollen jetzt alles, das Schwere ebenso wie das Schöne, in deine Hände legen. Insbesondere meine Beziehung zu jenen Menschen, die mich bewusst oder unbewusst verwundet haben, Verwandte, Freunde, Kollegen, Untergebene, Vorgesetzte, Nachbarn, Vertreter von Kirche und Staat. Dein Erbarmen ist größer als alles. Und so will ich mich deiner Güte überlassen, du nimmst einen jeden von uns an. Hilf, dass auch ich mich selbst mit meinen Stärken und Schwächen, mit meinen Erfolgen und meinen Versagen annehmen kann und schenke mir deine Liebe, dass ich auch meine Mitmenschen annehmen und ihnen vergeben kann. Und schließlich will ich es auch annehmen, dass du, Herr, mir diese Wunden zugemutet hast. Inzwischen beginne ich immer mehr zu verstehen, dass du nur aus Liebe handeln kannst und auch, dass wir Menschen in der Annahme unserer Schmerzen reifen können. Und nun, Herr, heile mich. Heile alle noch offenen Wunden und schmerzlichen Erinnerungen. Hilf mir auch da, wo ich vergeben will, es aber noch nicht kann. Heile auch die Wunden, die ich meinen Mitmenschen geschlagen habe. Du allein kennst mich. Du weißt um die Quellen meiner Gefühle und um die Motive meines Handelns. Du bist mein Freund und hast schon immer gewartet, dass ich mit all den Dunkelheiten meines Lebens zu dir komme. So will ich dir jetzt alles übergeben, was mich bewegt, was mich gehindert hat, ganz dir zu gehören. Gib mir ein neues Herz, ein Herz voller Liebe und Versöhnungsbereitschaft. Ich danke dir, Vater, dass du mich in Liebe geschaffen hast. Ich danke dir, Jesus, dass du mich in Liebe erlöst hast. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du mich in Liebe immer mehr heilen und heiligen willst. Amen. Thank you.
Wir kommen vor dein eucharistisches Angesicht, um dich anzubeten, um dir all das zu sagen, was dein Geist in unserem Herzen aufkommen lässt. Wir kommen, um dich anzuschauen. Wir kommen, um dich zu loben und zu preisen. Dich anzubeten, Jesu, ist die Medizin für unser krankes Herz und für unsere Seele. In dir zu ruhen, bringt Heilung und Frieden. Keiner ist wie du. Thank you.
Sei gegrüßt, o Königin, Mutter der Barmherzigkeit. Unser Leben, unsere Hoffnung, sei gegrüßt. Sei gegrüßt, o Mutter Gottes, Mutter des Heilandes, unsere Mutter. Sei gegrüßt, die du Gott empfangen und von Gott in den Himmel aufgenommen bist. Sei gegrüßt, o Keharitomene, o Königin, sei gegrüßt. Sei immer meine Rettung, du.
Wir bitten dich jetzt, Maria, in diesem Rosenkranz, den wir gleich auch beten, eben, dass du Rettung für uns bist, dass du uns hilfst in Sorgen und Nöten, die wir in unserem Alltag überwinden müssen. Sei unsere Rettung, begleite uns in unseren alltäglichen Dingen, unseren Verpflichtungen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben, begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zu Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der in uns den Glauben vermehre. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der in uns die Hoffnung stärke. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der in uns die Liebe entzünde. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. O mein Jesus, verzeih uns. Sagst zu Johannes, dass er dich taufen soll. Er fühlt sich nicht würdig, du aber sagst, für jetzt lass es zu. Deine Vorsehung tut alles zu unserem Heil. Deine Liebe hat die ganze Zeit und die Ewigkeit im Blick. Das Wasser wird geheiligt, um uns zu dienen. Das Sakrament der Taufe zu empfangen. Hilf uns, Herr, dass wir uns besinnen, was es bedeutet, in deinen Tod getauft
und durch deine Auferstehung zum Leben zu kommen als Kind Gottes. Hilf uns, deinen Willen zu suchen und zu tun. So schauen wir dich an und betrachten Jesus, der von Johannes getauft worden ist. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der von Johannes getauft worden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der von Johannes getauft worden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der von Johannes getauft worden ist. Heilige Maria, gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der von Johannes getauft worden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der von Johannes getauft worden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, siehe für uns Sünder, jetzt in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der von Johannes getauft worden ist. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der von Johannes getauft worden ist. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der von Johannes getauft worden ist. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der von Johannes getauft worden ist. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der von Johannes getauft worden ist. Ehe sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. O mein Jesus, thank you.
sich bei der Hochzeit zu Kana offenbart hat. Mein Jesus, als deine Mutter zu dir kommt, um auf die Not des Brautpaares aufmerksam zu machen, stellt sie keine Forderungen. Sie vertraut deiner Liebe blind. Was haben wir gemeinsam? So müsste man deine Worte übertragen. Ihr habt gemeinsam den Gehorsam gegenüber dem Heilsplan des Vaters und ihr habt gemeinsam die Liebe. So drängt dich die Liebe deiner Mutter und die Liebe deines Herzens, dich den Aposteln zu offenbaren und der Not des Brautpaares durch das Weinwunder Abhilfe zu schaffen. Hilf uns, Herr, von Maria zu lernen, deinen Willen zu suchen und immer im Einklang mit deiner Liebe zu leben. Denn die Liebe ist dein Gebot. So schauen wir dich an und betrachten Jesus, der sich in Kana offenbart hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der sich bei der Hochzeit in Kana offenbart hat. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der sich bei der Hochzeit in Kana offenbart hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der sich bei der Hochzeit in Kana offenbart hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der sich bei der Hochzeit in Kana offenbart hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der sich bei der Hochzeit in Kana offenbart hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der sich bei der Hochzeit in Kana offenbart hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der sich bei der Hochzeit in Kana offenbart hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der sich bei der Hochzeit in Kana offenbart hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der sich bei der Hochzeit in Kana offenbart hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der sich bei der Hochzeit in Kana offenbart hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes.
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie war es auch jetzt und in Amen. O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden, bewahre uns Gottes verkündet hat. Mein Jesus, du hast uns gesagt, ein neues Gebot gebe ich euch, liebet einander. Dein Gebot spricht aus deinem Herzen. Dein Reich, das zu verkünden du zu uns gekommen bist, ist das Reich der Liebe und Barmherzigkeit, der Gerechtigkeit und des Friedens. Hilf uns, Herr, dass wir durch deine Weisheit in dein Gebot der Liebe finden und von deiner Erbarmung lernen, die Nächstenliebe erfahrbar zu machen und so zur Ausbreitung deines Reiches beizutragen. So schauen wir dich an und betrachten Jesus, der uns das Reich Gottes verkündet hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns das Reich Gottes verkündet hat. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns das Reich Gottes verkündet hat. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns das Reich Gottes verkündet hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns das Reich Gottes verkündet hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns das Reich Gottes verkündet hat. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns das Reich Gottes verkündet hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns das Reich Gottes verkündet hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus,
der uns das Reich Gottes verkündet hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns das Reich Gottes verkündet hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns das Reich Gottes verkündet hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. O mein Jesus, verzeihe uns unsere Sünden, bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, führe alle Sünden in den Himmel, besonders die in deiner durchstrahlt deine Menschennatur, und die Apostel Petrus, Johannes und Jakobus sind zu Boden geworfen von deiner Herrlichkeit. Petrus will 3 Hütten bauen, du aber hast andere Pläne. Dein Wille ist es, den Willen des Vaters zu erfüllen und nicht an irdischer Herrlichkeit festzuhalten. Hilf uns, Herr, dass wir durch deine Liebe Kraft finden, wenn wir schöne Dinge und Situationen in unserem Leben aufgeben müssen, um den Weg zu dir weiterzugehen, um nicht stehen zu bleiben auf dem Weg hin zum Leben. So schauen wir dich an und betrachten Jesus, der auf dem Berg verklärt worden ist. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der auf dem Berg verklärt worden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der auf dem Berg verklärt worden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der auf dem Berg verklärt worden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der auf dem Berg verklärt worden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der auf dem Berg verklärt worden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes,
Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der auf dem Berg verklärt worden ist. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der auf dem Berg verklärt worden ist. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der auf dem Berg verklärt worden ist. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der auf dem Berg verklärt worden ist. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der auf dem Berg verklärt worden ist. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. O mein Jesus, erfinderisch. Dein Wille, immer bei uns zu bleiben bis zum Ende der Welt, wird konkret in der Einsetzung deiner eucharistischen Gegenwart im Sakrament des Altares. Hilf uns, Herr, dass wir deine Gegenwart im Altarsakrament suchen und danach trachten, dir Ehre zu erweisen, Sühne zu leisten und Liebe zu schenken. So schauen wir dich an und betrachten Jesus, der uns die Eucharistie geschenkt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsere Schuldigen, und führe uns nicht in Versuchung, sondern gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns die Eucharistie geschenkt hat. Heilige Maria, unter Gott, ist sie, wir sind Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns die Eucharistie geschenkt hat. Heilige Maria, unter Gott, ist sie, wir sind Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns die Eucharistie geschenkt hat.
Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns die Eucharistie geschenkt hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns die Eucharistie geschenkt hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns die Eucharistie geschenkt hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns die Eucharistie geschenkt hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns die Eucharistie geschenkt hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns die Eucharistie geschenkt hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns die Eucharistie geschenkt hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden, bewahre uns apostolischer Kirche. Unter deinem Schutz und Schirm fliehen wir, o heiliger Gott. Liturgischen Kreis zu orientieren
und mich ja anzupassen, deswegen tue ich das auch. Jetzt gerade, also in dieser Woche, am 14. September haben wir das Fest der Kreuzerhöhung gefeiert. Am nächsten Tag, am 15. die Schmerzen Mariens. Und heute, am 17. September, das Gedächtnis der Wundmale des heiligen Franziskus. Also das ist eigentlich die Folge, ja, von der Nachfolge Christi. Und dazu habe ich so das passende Evangelium gefunden nach Lukas. Hören wir dieses Evangelium. In jener Zeit betete Jesus für sich allein und die Jünger waren bei ihm. Da fragte er sie: Für wen halten mich die Leute? Sie antworteten: Einige für Johannes den Täufer, andere für Elia, wieder andere sagen, einer der alten Propheten ist auferstanden. Da sagte er zu ihnen: Ihr aber, für wen haltet ihr mich? Petrus antwortete: Für den Christus Gottes. Doch er befahl ihnen und wies sie an, es niemandem zu sagen. Und er sagte: Der Menschensohn muss vieles erleiden und von den Ältesten, von den Hohepriestern und den Schriftgelehrten verworfen werden. Er muss getötet und am dritten Tage auferweckt werden. Zu allen sagte er: Wenn einer hinter mir hergehen will, verleugne er sich selbst, nehme täglich sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es retten. Liebe Schwestern und Brüder, in einem Kommentar zum soeben gehörten Evangelium heißt es, das Evangelium beginnt mit dem Messias-Bekenntnis des Petrus. Das Evangelium beginnt mit dem Messias-Bekenntnis des Petrus. Aber stimmt das überhaupt? Womit beginnt das Evangelium? Haben Sie es noch im Ohren, liebe Schwestern und Brüder? Es beginnt damit, dass Jesus betet. In dem ersten Satz heißt es: In jener Zeit betete Jesus für sich allein und die Jünger waren bei ihm. Und das wird oft ja auch übersehen oder auch für unbedeutend gehalten. Doch gerade der Evangelist Lukas zeigt uns Jesus gern und oft auch im Gebet zur Nachfolge Christi. Und auch um Nachfolge geht es in diesem Evangelium. Gehört nicht nur das Handeln, sondern auch das Händefalten. Nicht nur die Aktion, sondern auch die Meditation, nicht nur die Arbeit, sondern auch das Gebet. Das Gebet Jesu wird in dieser Situation, es ist direkt nach der Speisung der 5000, nicht so sehr ein Reden mit Gott gewesen sein, obwohl wir es gern als Zwiegespräch mit dem Vater bezeichnen, sondern es wird wohl eher und mehr ein Innehalten und Stillwerden gewesen sein, ein Hören nach innen, ein Lauschen auf das, was Gott will. Und wir wissen ja, liebe Schwestern und Brüder, Jesus hat sich immer wieder zurückgezogen, die Stille gesucht und auch die Gebetseinsamkeit, um sich seine Sendung zu vergewissern. Aber er hat immer wieder um seine Berufung und auch um seinen Weg gerungen, um sich selbst und seine Sendung treu zu sein. Und auch jetzt bestand ja erneut die Gefahr, dass die Menschen, weil sie satt geworden sind, ihn unbedingt zum König machen wollen. Und das ist eine teuflische Versuchung, liebe Schwestern und Brüder, denn Jesus wollte ja kein Brotkönig sein, kein vordergründiger Heilsversprechen oder Glückbringer sein. Nein, das wollte er nicht. Außerdem weiß er sich ja in die Welt gesandt, nicht um zu herrschen,
sondern um zu dienen. Er weiß sich in die Welt gesandt, um zu suchen, was verloren war und zu heilen, was verwundet ist. Und der Evangelist Lukas betont, dass die Jünger dabei waren, als Jesus betete. Sie waren bei ihm, mit ihm. Sie haben ihn beim Beten erlebt. Sie haben sein Beten erlebt auch. Bei einer ähnlichen Gelegenheit bieten die Jünger Jesus: Herr, lehre uns beten. Das können auch unsere Worte sein. Diesmal erwachsen aus dem Raum des Gebetes für Jesus selbst wichtige Frage, die er an die Seinen richtet. Und die erste ist ganz gehalten, allgemein gehalten. Für wen halten mich die Leute? Für wen halten mich die Leute? Nun, warum fragt Jesus das? Warum? Hat Jesus sich darum gekümmert, was andere von ihm denken, wie andere ihn sehen und was andere von ihm halten? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Im Gegenteil, er durchbricht und enttäuscht immer wieder Erwartungen. Er überschreitet sogar Grenzen, setzt sich über Tabus hinweg und verärgert auch solche, die ihm wohlgesonnen sind. Und seine Einstellung, die Art, wie er lebte und sich verhielt, zum Beispiel Essen mit Zöllnern und Sündern, sein Umgang mit Frauen, die Heilungen auch am Sabbat oder dass er Sünden vergibt, was Gott allein zusteht, das bringt viele gegen ihn auf. Und dann die Frage, für wen halten mich die Menschen? Warum fragt Jesus das? Vielleicht will Jesus sehen und in Erfahrung bringen, ob und wie weit es ihm auf seinem Weg bisher gelungen ist, das Geheimnis, das sich in ihm verbirgt, transparent zu machen. Ob und wie weit es ihm gelungen ist, durchscheinen zu lassen und verständlich zu machen, wer er ist, was es mit ihm auf sich hat und worum es ihm geht. Denn hat Jesus aber eine zweite Frage, nicht mehr nur, was denken die Leute von mir, wer bin ich in ihren Augen, sondern nun ganz direkt und ganz persönlich an seine Jünger gerichtet: Ihr aber, für wen haltet ihr mich? Sehen Sie, liebe Schwestern und Brüder, das ist entscheidende Frage, sozusagen die gerechte Frage: Wer bin ich für euch? Was bedeute ich euch? Bin ich relevant für euch und euer Leben? Ist da eine Beziehung? Ist da Verbundenheit zwischen mir und dir? Haben meine Worte und mein Beispiel Einfluss auf dich? Wer bin ich für euch? Diese Frage ist überzeitlich, liebe Schwestern und Brüder. Sie gilt auch heute und das ist eine Grundfrage für jeden von uns, für jeden Christen. Jesus stellt sie auch uns, er stellt sie mir und dir. Wer bin ich für dich? Wer bin ich für dich? Ist Jesus für mich der Weg, auf dem ich gehe? Ist er für mich die Wahrheit, an die ich glaube? Ist er für mich der Weinstock, ohne den ich keine Zukunft habe? Ist er für mich das Licht, das mich erleuchtet? Ist er die Kraft, die mich erfüllt? Ist da eine Beziehung zwischen mir und ihm, nicht nur ja, oberflächlich, nicht nur sporadisch, sondern eine tiefe innere Verbundenheit? Ist Jesus für mich mein Freund und mein Vertrauter? Ihr aber, für wen haltet ihr mich? Auf diese Frage gibt Petrus im Evangelium eine ganz großartige Antwort. Er bekennt: Du bist der Christus Gottes. Du bist der Messias Gottes.
Und das ist ein Glaubensbekenntnis. Er, der gekreuzigte Christus, er ist mein Herr. Und denn Petrus sagt damit, du kommst von Gott. Das heißt, du kommst von Gott. Du bist der Retter. Du bist der Erlöser, auf den Jesus, auf den Israel wartet, auf wir eigentlich warten. In dir ist Gott mit seinem ganzen Heil in der Welt erschienen. Auf dich setzen wir all unsere Hoffnung. Das ist die Bedeutung von diesem Satz. Er ist der Messias Gottes. Aber dann geschieht etwas ja Sonderbares. Jesus gebietet, darüber zu schweigen. Er erteilt ein Redeverbot. Warum das? Warum soll die Welt nicht wissen, dass er der Messias ist? Nun, Jesus hat ja auch seine Gründe. Er will keinen falschen Messias-Erwartungen Nahrung geben. Die Leute haben nachher Quatsch erzählt, deswegen. Er ist gekommen, um die Menschen zu erlösen, um sie wieder zu Gott zurückzuführen. Er will ihnen den Shalom, das Heil, den Frieden Gottes schenken. Aber er ist nicht da, um ihnen jeden Tag den Brotschrank aufzufüllen. Er will nicht der Nationalheld sein, der die einfach verhasste Besatzungsmacht der Römer aus dem Land schmeißt. Kein politischer Messias, kein Befreiungskämpfer. Das alles will und wird Jesus nicht liefern. Und so ist eben so rübergekommen. Also bitte keine falschen Erwartungen. Retter, ja, aber in einem viel größeren Sinn, auf eine ganz andere Weise, als die Menschen sich das ja vorstellen. Und damit die Jünger und sicher auch wir uns keinen falschen Hoffnungen hingeben, deshalb fügt der Evangelist, also Lukas, gleich dieses harte Wort vom Kreuztragen hinzu. Wer mir nachfolgen will, verleugne sich selbst und nehme täglich sein Kreuz auf sich. Wirklich harte Worte. Sein Kreuz auf sich nehmen. Beten wir nicht oft genug zum Herrn, dass er ein Kreuz von uns nimmt, dass er uns ja vor einem Übel bewahrt, dass er uns vor Schlimmerem, vor Gefahr und Not verschont. Und jetzt sollen wir das Kreuz auch noch auf uns nehmen und ihm folgen? Was könnte also mit Kreuztragen gemeint sein? Ich denke, auf keinen Fall geht es um Leid, um des Leidens willen. Leiden nicht als Selbstzweck. Und auch nicht um Opfer, mit denen man sich ja was verdienen will. Wir brauchen uns das Kreuz nicht suchen, liebe Schwestern und Brüder. Das wiederhole ich immer wieder auch bei meinen Predigten. Wir brauchen uns kein Kreuz zu zimmern oder bauen. Das Kreuz ist einfach da. Es begegnet uns in vielerlei Weise. Es hat auch viele Namen in unserem Leben, in unserem Alltag. Es gibt kein Leben ohne Leid. Den einen begleitet es ein ganzes Leben lang, beim anderen schleicht es sich heimlich ein und einen dritten trifft es überfallartig. Oft besteht das Kreuz vor allem jenes, das wir Jesu Worten zufolge täglich auf uns nehmen sollen. Oft besteht es tatsächlich einfach auf den Herausforderungen und Aufgaben, Pflichten, Zumutungen des Alltags, vor denen wir nicht fliehen, die wir nicht scheuen, sondern denen wir uns stellen und die wir auch in Verantwortung annehmen und auf uns nehmen. So heißt es. Auch das gehört zum täglichen Kreuztragen, dass wir nicht gedankenlos und egoistisch nur an uns selbst denken,
und nur für uns selbst leben, sondern auch das Wohl der anderen und das Wohl der Gemeinschaft im Blick haben und das tun, was getan werden kann und muss, auch wenn etwas ja anderes vielleicht viel verlockender und lustiger wäre und mehr Spaß machen würde. Zum täglichen Kreuztragen gehört also auch Selbstüberwindung, Geduld, Treue, die liebevolle Zuwendung zu den Mitmenschen. Manchmal mag das Kreuz auch darin bestehen, den anderen zu ertragen, die lästige, die mir auf den Wecker geht, den unsympathischen, der mir überhaupt nicht liegt, die unausstellliche, die mich ja quält. Was tun? Was tun? Was können Segen? Wir können Segen hinschicken zum Beispiel. Wir können für diese Menschen beten. Was könnte mit täglichen Kreuz noch gemeint sein, liebe Schwestern und Brüder? Gibt es nicht so vieles, was immer wieder querkommt, was uns gegen den Strich geht, was unser Leben durchkreuzt, was Hoffnungen und Pläne zunichte macht und was ganz arg zusetzen und belasten kann? Das wissen Sie. Das ist eine Krankheit, ein Unglücksfall, ein Schicksalsschlag, der Verlust eines lieben Menschen, Trennung oder auch die Gebrechen des Alters, Einsamkeit, Ohnmacht, Misserfolg, Enttäuschung, Verkennung und Missachtung, Missverständnisse, Konflikte und die alltäglichen menschlichen Ergebnisse. Und. Sie können noch mehr draufschreiben. Ja, sagen zum Kreuz, zum unvermeidlich schweren und harten, sofern wir es nicht ändern können, wo das jemand fertig bringt, da hat das Leid bereits ein Stück weit seine Bitterkeit verloren. Wer sich dagegen sträubt, macht es auch doppelt so schwer. Es ist so. Wer davor flieht, bekommt später oft noch größeres Kreuz. Manchmal schielen wir auch auf das Kreuz des anderen, weil wir meinen, es sei angenehmer und leichter. Aber beim genauen Hinsehen merken wir, dem ist nicht so. Wie sehr kann man sich da auch täuschen? Der Herr nimmt die Kreuze nicht weg, wie wir das so gern hätten, auch wenn wir noch so viel darum beten. Aber er macht uns Mut, unser Kreuz zu tragen, indem er uns vorangeht mit seinem Kreuz. Und indem er auch uns mit unserem Kreuz nicht allein lässt. Und vor Kardinal Faulhaber stammt das Wort: nah beim Kreuz ist nah bei Gott. Noch etwas ganz zum Schluss. Kreuz und Leid haben in unserem Leben nicht das letzte Wort, auch nicht die Dunkelheit und der Tod, sondern Hoffnung und Licht, Auferstehung und Leben. Leben in seinem Leben, Leben in seinem Glück, Leben in der Geborgenheit und Vollendung bei Gott. Amen.
barmherziger Gott, wir wollen die Türen unserer Herzen öffnen, damit wir von deiner Liebe berührt werden. Schenke uns ein offenes Herz für die Menschen, mit denen wir leben. Gib uns ein neues Herz und einen neuen Geist in unser Inneres. Beseitige das Herz von Stein und gebe uns ein Herz von Fleisch und bewirke, dass wir deinen Gesetzen immer folgen. Komm, Herr Jesus, komm, du König der Könige. Oh.
Herr, bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Herr, bleibe bei uns, denn Traurigkeit und Lauheit befällt unser Herz. Herr, bleibe bei uns, denn von allen Seiten bedroht die Finsternis der Lüge und des Glaubens Abfalls deine Kirche. Komm, erwärme unsere Herzen und entzünde sie mit einer großen Liebe zu dir, wahre Gott und wahre Mensch. Entflamme unser Leben, lasse es strahlen im Glanz des Evangeliums, mache es gefügig dem Geist der Wahrheit und der Heiligkeit. Ein Gebet von Kardinal Sara. Jesus Christus hat sein Kreuz für uns getragen und sein Leben auch hingegeben. Wir wollen jetzt also im barmherzigkeitslosen Kranz ihn, unseren Herrn, um seinen Beistand bitten für alle, die heute ein Kreuz tragen müssen. Und mit dem ersten Gesetz beten wir für alle, die an dich glauben, Herr, und deswegen das Kreuz der Verfolgung tragen müssen.
durch sein schmerzhaftes Leiden. 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 Mit dem zweiten Gesetz beten wir für alle, die in Krisengebieten leben und das Kreuz des Krieges tragen müssen. Durch sein schmerzhaftes Leiden. 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 Mit dem dritten Gesetz beten wir für alle, die unter körperlichen Krankheiten leiden und das Kreuz der Schmerzen tragen müssen. Durch sein schmerzhaftes Leiden. 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 Mit dem vierten Gesetz beten wir für alle, die unter seelischen Krankheiten leiden und das Kreuz der Angst tragen müssen. Amen.
schmerzhaftes Leiden. Erbarmen uns in der Gasse. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Erbarmen uns in der Gasse. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Erbarmen uns in der Gasse. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Erbarmen uns in der Gasse. Durch sein schmerzhaftes Leiden. 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 In dem fünften Gesetz beten wir für alle, die einen lieben Menschen verloren haben und das Kreuz der Trauer tragen müssen. Durch sein schmerzhaftes Leiden. 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 Heiliger Gott, heiliger, starker Gott, heiliger, unsterblicher Gott. Heiliger Gott, heiliger, starker Gott, heiliger, unsterblicher Gott. Heiliger Gott, heiliger, starker Gott, heiliger, unsterblicher Gott. O Blut und Wasser aus dem Herzen Jesu, als Quelle der Barmherzigkeit für uns entströmt, ich vertraue auf dich. O Blut und Wasser aus dem Herzen Jesu, als Quelle der Barmherzigkeit für uns entströmt, ich vertraue auf dich. O Blut und Wasser aus dem Herzen Jesu, als Quelle der Barmherzigkeit für uns entströmt, ich vertraue auf dich. Jesus, ich vertraue auf dich. Jesus, ich vertraue auf dich. Jesus, ich vertraue auf dich. Barmherziger Jesus, im Augenblick deines Kreuzestodes für uns bete ich dich an und lobpreise dich und bitte, umfasse mit deiner unerschöpflichen Barmherzigkeit die ganze Menschheit, besonders die armen Sünder und die Sterbenden. Amen. Thank you.
Brot vom Himmel hast du uns gegeben, Halleluja, das alle Erquickung in sich birgt, Halleluja. Lasset uns beten. Herr Jesus Christus, im wunderbaren Sakrament des Altars hast du uns das Gedächtnis deines Leidens und deine Auferstehung hinterlassen. Gib uns die Gnade, die heiligen Geheimnisse deines Leibes und Blutes so zu verehren, dass uns die Frucht der Erlösung zuteil wird, der du lebst und herrschest in alle Ewigkeit. Amen.